Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Ich bin hier mit Bülent Altan. Ich freue mich riesig, Bülent, dass du dir die Zeit genommen hast. James Bond-Moment von meiner Karriere, mit einem Fluger Raketen zu reparieren. Ich habe ein Investment-Gedanke, Never Bet Against Elon. Die technische, die kann man sich schnell in Europa holen, eine Firma umzulenken. Das ist wie ein Tanker umzulenken. Also wir waren da wesentlich besser bewaffnet als die Air Force selbst. Ist der New Space jetzt da und geht es jetzt richtig los? Auf jeden Fall. Also ich beschäftige mich, seitdem ich SpaceX Ende 2017 verlassen habe, sehr viel mit dem europäischen Raumfahrtumgebung. New Space, Old Space, wie man sie alles heißen will, Incumbent Space. Also jeder hat auf jeden Fall eine Rolle und da ist viel auch in Europa jetzt in Schwung. Und ich glaube, viele wollen etwas aufbauen, genau wie es jetzt gerade in den letzten, 10 Jahren in den USA war. Wir sehen viele Companies jetzt auch in Europa entstehen, indem auch Europa so eine Anlockungskraft hat für das Talent der Welt. Man muss überhaupt verstehen, in Europa in den USA haben wir ein Gesetz, das heißt ITAR. Das sagt, jeder, der eigentlich in der Raumfahrt arbeiten muss, muss amerikanischer Staatsbürger oder zumindest mal ein dauerhafter Green Card Holder sein. Und nur dann kommt man rein und eigentlich nur Staatsbürger. Die Green Card ist so eine Ausnahme in ein paar Fällen. Und das bedeutet, dass was Silicon Valley normalerweise macht, hey, ich hole mir die Besten aus der ganzen Welt, geht in der Raumfahrt nicht in den USA. Und deswegen hat Deutschland und Europa so eine Anlockungskraft für all das Talent der Welt. Und noch dazu haben wir einige der besten Unis hier in Europa. Und das baut sich gerade zu einem, einem sehr guten Push, der ein sehr gesundes New Space Ökosystem aufbauen wird. Wir haben schon in ziemlich vielen Firmen schon gesehen, die auch in den USA ihre Produkte anbieten und dann die Einheimischen doch in dem gleichen Geschäft überbieten oder auch die Kosten weniger haben. Wir haben viele Vorteile hier in Europa, ist auch ein diverseres Ingenieurs-Ökosystem, wo auch ich bin auch CEO bei Manel, wir werden über die Firma bald sprechen, aber da haben wir Leute von 40 verschiedenen Nationen. Also so eine Diversität bringt mit sich auch Innovation. Und darauf kann man stolz sein. Und so stellen sich die europäischen Vorhaben auf. Also ich bin da ziemlich gespannt. Ich glaube, da wird ein sehr gesundes Ökosystem sich aufbauen. Und das Schöne ist auch, also du hast auch vorher erwähnt, in den USA ist ein bisschen so eine Euphorie um die Raumfahrt. Wenn es so eine Euphorie ist, da sind auch ein paar ungesunde Ecken. Also mittlerweile gibt es so viele Launcher in den USA, wo man sich überlegt, wie viele von denen werden überleben. Und da werden auch Bewertungen, die einfach astronomisch sind, für Firmen ausgegeben. Hier sind wir, ich glaube, mehr realistisch mit Bewertungen. Und ja, wir mit Firmen wie ESAR, Mynaric oder mehreren, die wir hier in Europa haben, haben wir Firmen, die man vorzeigen kann, die sich gesund aufbauen. Ist es auch, du hast von deinem Fonds gesprochen, New Space, ist das so ein Hauptthema von deinem Fonds? Das ist das einzige Thema eigentlich von dem Fonds. Also es ist wirklich ein Fonds, den wir jetzt ein deutsches Fonds, der sich in europäische New Space Themen konzentriert, besonders die Themen, die sich den Industrien hier auf der Erde reinknüpfen, damit es auch, schnellere Business Cases sind. Also es geht da um Connectivity. Also wir sprechen ja immer die ganze Zeit über Internet aus dem All, was wirklich dieses Digital Divide auf dieser Welt lösen könnte. Wir sprechen von Erdbeobachtungsdaten. Genau um diese Themen geht es da, wo auch Europa einen sehr großen Beitrag schon seit langem hat in Sachen Technologie. Mhm. Also ich war total hooked, als ich dann irgendwie gehört habe von wegen, oh, Bülent Altan ist bei Mynaric, und das war der Punkt, warum ich dann irgendwie so mich für Mynaric interessiert habe und dann über die Firma informiert hatte. Hatte dann das Riesenglück, dass ja einer eurer Mitarbeiter auch Senkrechtstarter-Fan ist, der mich dann angeschrieben hat, weswegen ich dann irgendwie dazu gekommen bin, eure Fabrik anzugucken, also eure Produktion, aber auch eure Labore und die Leute kennenzulernen. Ein super cooler Laden, und ich verstehe, dass man da arbeitet und dass es bestimmt ein cooler Job auch ist, da CEO zu sein mit so einem Team, was so motiviert ist. Aber für mich als jemand, der aus dem Raketenbegeisterung kommt, erstmal denke ich mir, warum arbeitet man denn nicht mehr bei SpaceX?
Also man muss sich überlegen, wie ich in SpaceX reingegangen bin, waren wir weniger als 40 Leute. Wir waren so ein kleiner Stockwerk und so eine Hobbygarage da hinten. Und so haben wir angefangen, etwas Großes aufgebaut. Und bei SpaceX habe ich vieles getan. Also ich durfte wirklich Falcon 1, Falcon 9, Dragon und 1.1 und dann auch Starlink mitbegleiten. Und irgendwann mal ist man doch in einer größeren Firma, also mittlerweile ist ja SpaceX 10.000 Leute, und man endet in einem Umfeld, wo man sagt, hey, eigentlich, ja, technische Herausforderungen gibt es schon, aber die anderen Herausforderungen sind eigentlich schon ziemlich gut gelöst. Ich muss mich jetzt nicht um jedes Detail kümmern. Ich bin da eher fast in einem Autopilot-Modus. Mhm. Und ich wollte mich noch einmal herausfordern und schauen. Erstens mal, ich will andere mentoren. Also das Mentoring ist mir sehr lieb. Deswegen bin ich die Investment-Route gegangen. Und dann habe ich mir auch überlegt, was würde ich da gerne tun? Und da ist meine natürlich eine Wahnsinns-Opportunity, wie ich sie mir im 2019 dann angeschaut habe. Da waren sie auch genau in dieser gleichen Größe, wie SpaceX damals angefangen hat. Hatten eine tolle Technologie, das auch, ich sag's mal, das ist die Schaufel zu dem Gold Rush. Und ich habe gesagt, okay, das ist die Technologie, die gerade im Umbruch ist. Deswegen muss die Firma auch im Umbruch sein. Da ist so ein Aufbau zu tun. Damit würde ich mich gerne challengen. Und genau so ist es auch passiert. 2019 bin ich in die Firma reingegangen. Sie waren knappe 60 Leute. Mittlerweile sind wir fast viermal so groß. Und wir haben Fabriken aufgebaut, wir haben Massenproduktion aufgebaut, wir haben uns vom Projekt zur Produktfirma umgewandelt, wir haben uns in den amerikanischen Markt eingearbeitet. Das alles waren Herausforderungen, die schon bei SpaceX gelöst waren und bei meiner damals zu lösen sind. Wir haben viele von denen gelöst. Einige stehen noch vor uns und der Aufbruch in Laser kommt gerade. Und ja, wir sind ziemlich gespannt, aber ich glaube, also noch einmal das Ganze zu tun war mir wirklich Spaß. Cool. Ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe 2 Episoden über Mynaric gemacht, da erkläre ich so ein bisschen die Technik und auch, beziehungsweise die Mitarbeiter erklären mir die Technik und du hast schon auch gesagt, die Schaufel zum Gold Rush, deshalb auf die Technik will ich gar nicht so sehr eingehen. Was mir aufgefallen ist, jetzt gibt es ja MK3, also praktisch die neue Generation vor dem Terminal. Mich erinnert die persönlich irgendwie ein bisschen an R2-D2. Ist das beabsichtigt oder ist das Zufall? Das ist eigentlich ein kompletter Zufall. Für mich, da schaut er eigentlich so wie eine Webcam aus, wie wenn man überall stellen würde. Es ist ein bisschen größer halt. Aber nee, das war einigermaßen Zufall. Ich bin ein großer Fan von Star Wars. Ich hätte lieber gedacht, das wäre mir eingefallen, dass er wie ein R2-D2 ausschaut. Aber so war es nicht. Also das war so eine natürliche Progression von unserem Condor, dem Raumfahrtterminal. Da war das Mark 1 und 2 eher auf unsere, ich sag's mal, Legacy-Technologien aufgebaut und dann haben wir sie weitergebaut und mit Mark 3 haben wir wirklich dann alles einigermaßen so integriert, dass es auch sehr massenproduzierbar ist, damit auch die Kosten gesenkt werden können. Aber das Wichtigste ist, damit es auch auf dem Markt ist, also er ist so schnell wie der schnellste, sogar schneller als die in Bandbreite als die alle anderen Laserkommunikationsterminals. Damit ist er, aber dagegen ist er einer der also kostengünstig und massenproduzierbar. Und diese 3 Achsen sind unseren Kunden sehr wichtig. Wenn man jetzt eine Konstellation von 1000 Satelliten baut, ist eine Verzögerung von 1 oder 2 Monaten ein Riesenverlust. Deswegen wollen sie einfach Firmen sehen, die sich jetzt schon die Investment gemacht haben, die Massenproduktionsanlagen zu bauen, die das Produkt schon anpassen dafür und dann sich auch da so hingestellt haben und sagen, hey, wir haben schon alles vorbereitet, wir sind da. Weil im normalen Raumfahrt ist es ja eher anders. Man sagt immer, wenn ihr kommt, dann bauen wir euch die Anlagen. Mhm. Und wir haben einfach eher uns anders aufgestellt und wir haben investiert und schon sogar ziemlich gut so, dass wir die Fabriken und das Engineering aufgebaut haben. Hm. Du hast gerade so ein bisschen gesagt, also ich glaube jetzt, das MK3 soll, glaube ich, bis 100 Gigabits pro Sekunde irgendwie liefern oder so. Damit ist man ja weit weg von dem, was so sonst in der Laserkommunikation, glaube ich, so gerade beworben wird. Seid ihr so der Branche so auch ein bisschen enteilt? Was würdest du sagen? Enteilt sind, wenn ich glaube, also natürlich 100 Gigabits ist etwas, was jetzt gerade keiner anbietet auf dem Markt, nicht, dass wir es sehen. Also wir sehen 100 Gigabit nicht, aber wir sind da ziemlich
Ich glaube, da sind wir ziemlich gut aufgestellt in unsere Fähigkeiten. Ist so eine Fähigkeit, die sich die terrestrische Fiberindustrie aufgebaut hat mit Chips und dem Research dafür. Die haben Milliarden dafür ausgegeben und wir haben sie jahrelang beobachtet und deren Technologien ausprobiert für die Anwendung in der Raumfahrt. Und da ging auch sehr viel Investment rein von unserer Seite zu vergewissern, dass wir sie auch in unseren Terminals einbauen können. Ich glaube, da haben wir uns einen ziemlich guten Fortschritt eingearbeitet, damit wir sie auch marktreif anbieten können. Und da endet ja auch die Reise nicht. Also, wenn man sich überlegt, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sagt, hey, ich habe genug Bandbreite. Also, die ganze Welt braucht mehr und mehr und mehr in Sachen Bandbreite. Ist auch wichtig so, weil hey, 4 Milliarden Leute haben kein Breitband-Internet und das ist auch, ich sage es mal, ein bisschen Inequality und dieses Digital Divide und den würden wir gerne auch mithelfen zu lösen und genau um den zu schaffen, brauchen wir einfach mehr Bandbreite und deswegen arbeiten wir auch immer an mehr. Also wie wir heute 100 Gigabit anbieten, also wir sind, unsere Augen sind schon auf das Verzehnfachen von davon auch. Krass. Wann fliegen die ins All oder was ist so der Einsatz im Weltraum? Also wir haben schon einen Kunden, der ihn vertraglich auch bald ins Weltraum bringen sollte. Wir werden noch dieses Jahr diese Terminals an diesen Kunden liefern und deren Launch hängt natürlich von deren Kunden und deren Projekt ab. Das ist die Telesat, die für DARPA arbeitet. Die werden von uns die ersten Terminals bekommen, die sollen es hochschießen. Die Raumfahrtprojekte, die haben immer hier und da eine Verzögerung, aber wir erwarten ein baldiges Launch eher früh im 2022. Okay, cool. Wenn wir wieder beim Thema Raumfahrt sind, verfolgst du da eigentlich so die aktuellen Entwicklungen? Also ich meine, ich habe ja so ein bisschen mit meinem neuen Studio und so an dem Hitzeschild von Starship mich orientiert oder so. Guckst du dir das an oder weißt du, was da abgeht? Oder du sagst, deine Freunde sind noch viele bei SpaceX oder so? Ja, also viele meiner Freunde sind bei SpaceX und ich versuche mich da am Laufenden zu halten, was alles passiert natürlich bei SpaceX, aber auch es gibt so viele spannende Themen gerade in der Raumfahrt. Und Launch ist ja nur ein Thema, aber natürlich Starship wird da ein ziemlich großes, ich sag's mal, Industrie-Gamechanger werden. Aber auch in anderen Sachen. Also jeder heute spricht über Konstellationen und was da alles abgeht, ist schon ziemlich interessant. Europa hat sich für eine Konstellation entschieden. Ich habe jetzt gerade gehört, Taiwan ist da interessiert. Also es gibt Leute, die wirklich wahnsinnige Erdbeobachtungsideen haben, um einfach auch andere Probleme zu lösen. Ich denke auch, viele der Probleme auf der Erde lassen sich durch Raumfahrt besser lösen. Also ich versuche mich immer am Laufenden zu halten, was da alles passiert. Aber natürlich, mit dem Launch fängt es an. Wenn man sich überlegt, was mit einem Starship hochgeschickt werden kann, dann kann man sich überlegen, hey, damit lassen sich auch andere Lösungen überlegen. Und ich bin super gespannt drauf. Und natürlich gibt es auch dann die weitgehenderen Ideen, wie zum Beispiel die Asteroid Mining und so weiter. Das sind natürlich noch einmal größere Gamechanger. Die sind vielleicht ein bisschen länger atmig als die anderen Projekte, aber wenn solche Sachen eintreffen, die werden einen Effekt haben. Da ist immer dieser Vergleich, was der Aufzug für New York gemacht hat. Und auf einmal sind da nur Hochhäuser. So wird es auch mit der Raumfahrt sein. Die werden so Auslöser sein für Änderungen auf unserer Erde. Und ich hoffe für sehr, sehr viel besseres Leben für uns alle. Ja, mega cool. Du hast ein bisschen angesprochen mit den jetzt Starship-Fähigkeiten und so weiter. Falcon 9 ist von einer Privatfirma entwickelt worden. Und es gibt ja im Prinzip noch ein paar, sag ich mal, aus dem Old Space kommende Entwicklungen, wo praktisch Raumfahrtbehörden Raketen bestellt haben und das ist alles sehr, sehr teuer geworden und so weiter. Haben die so ein bisschen die Daseinsberechtigung verloren im New Space, wo es im Prinzip günstige Launcher entwickelt werden können? Also, Ich glaube, ich glaube schon, dass man sich wirklich lange überlegen muss, wenn man wirklich so eher institutionell entwickelte Launcher sich anschaut, ob die noch diese Daseinsberechtigung haben. Im heutigen Umfeld noch gibt's den Nutzen dafür, weil also nur mit einem einzigen SpaceX und vielleicht einem Rocket Lab lässt sich die komplette Launch-Industrie noch nicht abwickeln. Aber wenn die nächste Generation von Launchern da ist, muss man sich überlegen, ob man wirklich diese Dienstleistung noch immer staatlich fördern und treiben muss. Ich glaube, wenn diese Zeit wirklich aufbricht, dass man
dass man überall Zugang zu kommerziellen Dienstleistungen hat, dann muss man nicht mehr das tun. Und das ist auch gut so, weil es gibt so viele Raumfahrtthemen, die auch ihre staatliche Förderung und einen staatlichen Trieb brauchen. Die sind dann eher Deep Space-Themen. Und genau diese, also diese Ressourcen, die man in einem Bereich dann umschaltet, kann man genau in anderen Themen verwenden, wie zum Beispiel Mond und Mars und weiter und Asteroidenwelt und auch alles, was man mit der Raumfahrt machen kann, die eher staatlich befördert werden soll, wie zum Beispiel Klima, wie wir mit dem Klima umgehen, wie wir auch Erdbeobachtung machen, um auch unsere Ressourcen besser zu verwenden. Ich glaube, es gibt noch immer Bereiche in der Raumfahrt, die nicht gerade kommerziell aufgebaut sind, die von diesem, ich sag's mal, Gruppe von Leuten, die auch von der Launcher-Industrie abgelöst werden können, auch besser bedient werden können. Hm. Und ich glaube, das ist eher ein Gewinn für die Raumfahrtindustrie und auch für die Leute, die in dieser Branche heute auf der Regierungsseite arbeiten. Hm. Ja, bevor wir zum Ende kommen, es gibt eine Aufnahme von dir, wo du in so einem Zero-G-Flieger warst und praktisch in Schwerelos warst. Raumfahrt, würde dich das mal reizen, auch mal, keine Ahnung, ein paar Tage ins Weltall zu fliegen? Und wie wär's dann noch irgendwie Mond oder Mars? auf jeden Fall, also auf Abenteuer bin ich immer gespannt. Mittlerweile habe ich eine Familie, also habe ich auch eine Verantwortung an die. Aber ja, also das ist immer spannend, wenn ich irgendwann mal mitfliegen würde ich schon, aber vielleicht doch nicht bei den ersten paar, sondern doch in den, vielleicht lasse ich noch die Raketen und Kapseln noch ein paar 10 Male fliegen, bevor ich da einsteige. Ja. Bülent, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein super spannendes Gespräch. Ich glaube, ja, das ist auch für meine Community, haben ja ein paar Fragen mir geschickt, die ich dir auch heute gestellt habe und so. Das war das total toll. Das ist total toll, dass wir so einen Botschafter für die New Space auch hier irgendwo im deutschsprachigen Raum halt haben. Und ja, also wenn ihr bei Mynaric wieder eine neue Entwicklung habt und sagt, ja, da könnt ihr mir was zeigen, dann ruft mich an, dann komme ich auf jeden Fall gern vorbei. Und total cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke dir, Moritz. Es war wirklich spannend auch und viel Spaß und viel Glück dir bei Senkrechtstarter. Hat mich sehr gefreut. Cool, dankeschön. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr mehr von Mynaric sehen wollt, ich habe 2 Folgen dazu gemacht, verlinke ich euch nachher in der Episode unten in dem Video. Und sonst gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge und Samstag immer die News. Ja, und sonst bis dann. Immer schön senkrecht bleiben. Bis bald. Bülent, vielen, vielen Dank. Danke dir. Bis bald. Tschüss.